Willkommen zum vierten Tutorial-Video zu Dragon Age Origins. Mit diesem Video zeigen wir dir ein Beispiel für eine der vielen notwendigen Entscheidungen im Spiel und den damit verbundenen weitreichenden Konsequenzen. Wir befinden uns im Magierturm, der von Abscheulichkeiten heimgesucht wird, und haben uns zur Aufgabe gemacht, dem ein Ende zu setzen. Nachdem uns die Türen zu dem abgesperrten Bereich geöffnet wurden, treffen wir auf Wynn, die mit einigen jungen Magieranwärtern eingeschlossen wurde. Der darauffolgende Dialog erfordert eine Entscheidung, die starken Einfluss auf den weiteren Spielverlauf hat. Ich habe eine Barriere zum Rest des Turms errichtet, damit nichts von innen die Kinder angreifen kann. Solange die Barriere besteht, könnt ihr den Turm nicht betreten. Aber wenn ihr mit mir gemeinsam den Zirkel rettet, werde ich sie bannen. Sie haben sich ohne Verstand zusammentreiben lassen, wie Vieh. Und wenn ihre Herren jetzt beschlossen haben, dass sie reif zum Schlachten sind, wüsste ich nicht, warum wir das verhindern sollten. Uns zu töten bringt... An dieser Stelle kannst du dich für oder gegen Wynn entscheiden und erlebst, dass deine Mitstreiter, obwohl sie dir loyal zur Seite stehen, eine eigene Meinung zu den Geschehnissen haben. Wenn ihr euch nicht erreicht, werde ich euch bekämpfen. Wir sollten uns ein besseres Bild über die Lage verschaffen, bevor wir mit gezückten Klingen drauf losstürmen. Wir zeigen zuerst, was passiert, wenn du dich dazu entschließt, Wynn zu helfen und ihre Unterstützung anzunehmen. Wenn Morrigan Mitglied deiner Gruppe ist, dann wird ihr diese Entscheidung nicht gefallen. Wir sollen dieser salbadernden Lehrerin helfen, diese jämmerlichen Hilfsmagier zu retten? Da sie eine Abneigung gegen die Magier des Zirkel hegt, wird deine Wahl einen negativen Effekt auf ihre Gesinnung dir gegenüber haben. Wenn ihr bereit seid, bereiten wir dem jetzt ein Ende. Allerdings kann sich Wynn nach deiner Entscheidung deiner Gruppe anschließen und gemeinsam mit dieser gegen die Abscheulichkeiten vorgehen. Da Wynn eine mächtige Magierin ist, wird ihre Hilfe von großem Wert sein. Nun zeigen wir, was passiert, wenn du gegen Wynn vorgehst. Wenn Alistair Mitglied deiner Gruppe ist, wird er gegen deine Entscheidung protestieren. Nein, halt! Ihr könnt sie nicht einfach angreifen. Sie hat die Kinder beschützt. Ihr solltet unser Augenmerk nicht... Er kann nicht glauben, dass du gegen Wynn vorgehst. Deine Wahl hat einen negativen Effekt auf seine Gesinnung dir gegenüber. Und Wynn wird sich mit ihren Mitstreitern gegen dich stellen. Ich werde euch aufhalten. Oder bei dem Versuch fallen. Wodurch ein unausweichlicher Kampf folgt. Anschließend wirst du ohne ihre Hilfe gegen die Abscheulichkeiten vorgehen müssen. An diesem Beispiel siehst du, dass deine Entscheidungen, egal welcher Art, immer einen positiven und einen negativen Einfluss auf den Spielverlauf haben und dir Wege oder Dialogoptionen eröffnen, die du mit der jeweiligen Alternative nicht erhalten hättest. Hiermit sind wir am Ende des vierten Tutorials zu Dragon Age Origins. Bis zum nächsten Mal.